An der Zwickauer Mulde hat sich die Hochwasserlage heute im Laufe des Tages entspannt. Die Aufräumarbeiten gingen voran und einige Straßen konnten wieder freigegeben werden. In Wilkau-Haslau war die Schneeberger Straße am Sonntag komplett unter Wasser. Nachdem es zurückgegangen war, blieben Unmengen an Schlamm zurück. Und dabei hätte genau das vermieden werden können von der neuen Hochwasserschutzmauer. Allerdings hatte eine Bürgerinitiative den Weiterbau verzögert. Bürgermeister Stefan Feustel hat dafür wenig Verständnis, denn er ist von der Schutzwirkung der Mauer überzeugt, zumindest dort, wo sie schon steht. Die Mauer hat sich in vollem Umfang bewährt. Sie sehen ja hier selbst in dem Gelände hinter uns der Garten, vollkommen unbeschädigt. War 2002 hier alles weg, die Garagen waren beschädigt, teilweise zerstört, das Gelände überflutet. Die Keller in den Objekten hier im Uferweg, in der Zwickauer Straße überflutet, voll Schlamm, Geröllmassen. Es ist alles trocken geblieben. In dem Bereich hier vorne an dem Gebäude etwas Grundwasser im Keller, 15 cm. War aber kein Problem, das dort herauszubekommen. Also dieses Bauwerk hat sich in vollem Umfang bewährt. Nur dort, wo die Mauer wegen der Verzögerung der Bürgerinitiative noch nicht steht, waren die Schäden verheerend. Von den Mauergegnern hat seit dem Hochwasser vom Sonntag noch niemand mit dem Bürgermeister gesprochen. Man hat aber Verschiedenes an ihn herangetragen. Bisher gab es leider keine Rückmeldung. Mir gegenüber, also ich kann es nicht bestätigen. Im Gegenteil, es gibt nach wie vor bei einigen dort nach wie vor die gleiche Meinung, ist mir mitgeteilt worden. Ich kann es nicht bestätigen, ich weiß es noch nicht, aber werde mich auch in den nächsten Stunden erkundigen, ob das so ist. Die Mauergegner haben offiziell Angst vor dem Hangwasser, nicht so sehr vor der Mulde. Allerdings haben auch sie die Sandsäcke in Richtung Mulde gestapelt und nicht am Hang hinter ihrem Haus. Wie dem auch sei, die Mauer wird nun weitergebaut, damit Wilkau-Haslau wenigstens beim nächsten Hochwasser vor Schäden bewahrt wird. Und die waren diesmal wieder immens. Also wir haben zwei Objekte in der Kirschberger Straße am Rödelbach, die derzeit unbewohnbar sind. Wir haben in einem weiteren Gebäude in der Kirschstraße große Schäden bei einer Fleischerei. Also dort, ich sag mal, ist fast alles unbrauchbar geworden im unteren Bereich, die Aggregate, die Kühlaggregate. Dort sind große Sachschäden. Die Kirschberger Straße ist noch schlechter als vorher. Uferbefestigung am Rödelbach ist teilweise abgegangen. Hier an der Schneeberger Straße, wie gesagt, eine Fundamentunterspülung und viele unbenutzbare Keller, teilweise eben auch Erdgeschoss. Und es sind mehrere BKWs geschädigt, die im Bereich des Rödelbaches noch in den Fluten standen. Also die genaue Schadenssumme wird im Moment noch ermittelt. Bei solchen Wasserständen von einer Jahrhundertflut zu sprechen, scheint mittlerweile unangemessen. Immerhin erreichte die Mulde innerhalb von gerade mal 11 Jahren schon zweimal einen solch extremen Pegel.